Das Hotpants-Verbot. Hast du schon von dem Hotpants-Verbot gehört? Also, Hotpants-Verbot heißt, dass du an einigen Schulen in Deutschland keine Hotpants oder bauchfreie Tops tragen darfst. Auch nicht, obwohl es draußen sauwarm ist. Tust du es doch, bekommst du von der Schulleitung ein Oversize-T-Shirt zugeteilt, das du den ganzen Schultag tragen musst. Die Schulleitung an einer Realschule im Schwarzwald will damit für ein gesundes Schulklima sorgen. Das hat in Deutschland eine ganz große Debatte ausgelöst. Erstens, das Verbot gilt, obwohl es geschlechtsneutral formuliert ist, nur Mädchen. Zweitens, es heißt im Verbot, dass die Schüler keine aufreizende Kleidung tragen dürfen. Aber wie definiert man aufreizende Kleidung? Drittens, es ist eine Kränkung der Menschenrechte. Soll man nicht selbst bestimmen, was man gerne trägt? Können Lehrer oder Eltern das bestimmen? Es gibt kurz gesagt zwei Argumente für oder gegen das Verbot. Einige sind dagegen. Sie meinen, dass nicht die Mädchen in Hotpants, sondern die Auffassung anderer das Problem ist. Die Auffassung ist, dass Mädchen sich nicht kleiden können, wie sie wollen. Mädchen, die zum Beispiel Hotpants tragen, sind selber schuld, wenn sie angeglotzt, angefasst oder sogar vergewaltigt werden. Das nennt sich Hashtag Victim Blaming. Und das ist das Problem, nicht die Hotpants. Andere sind dafür. Sie meinen, Kleider machen Leute. Mit seiner Kleidung hat man selbst Einfluss darauf, wie die Umwelt einen auffasst. Ein Hotpants-Verbot kann jungen Mädchen helfen, eine passende Kleidung zu tragen. Also kein Hashtag Victim Blaming, sondern Hashtag Erziehung. Alles in allem eine ziemlich krasse Diskussion. Aber was denkt ihr eigentlich darüber? Haben die Schulen oder die Kritiker recht?